Ach, Speedy, was hast du nun schon wieder? Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und Speedy hat mal wieder ein kleines Mini-Projekt bezüglich der Community-Projekt geschickt und das spiele ich mal wieder blind für euch. Mal schauen, was Speedy zu sagen hat, beziehungsweise ich und Speedy dementsprechend. Ich weiß es selber noch nicht so genau, also wir starten einfach mal. Von Speedy Underwood, ja, das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Nachdem der böse, unbesiegbare Altarwächter unseren Helden Donnef 204 aufgelauert hat, machten sie einen Deal. Ja, das wissen wir. Ein neues Community-Event muss organisiert werden. Das wird spannend. Ja, ob das spannend wird. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnef 204. Ja, das bin ich. Hoffe ich. Was suchst du eigentlich in diesem Schuppen da? Es soll hier einen legendären Schatz geben. Hatte ich nicht letztens noch blaue Schriftform? Habe ich jetzt grüne, aber grün ist cool. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal blau. Hatte ich beim letzten Mal blau? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Sorry, Leute. Nur Trottel suchen nach legendären Schätzen. Stimmt. Das stimmt. Da gebe ich ihm recht. Richtige Helden finden sie einfach. Nur Trottel suchen danach. Die gibt es hier gar nicht. Wie, bitte was? Was? Die gibt es gar nicht? Das sind Geschichten von uns Bossen. Damit locken wir unsere leckeren Opfer an, um sie endgültig in Grund und Boden zu stampfen. Also, keine Sorge. Wir haben einen Deal, oder? Ja, ein neues Community-Event und dafür kein Kampf. Genau! Halloween! Oh Gott. Weihnachten! Ich meine, yay! Ja, Silvester ist cool. Okay, und Silvester natürlich. Oder alles drei zusammen? Komm, hättest du nicht noch alles drei zusammen zeigen können? Los, Speedy. Beim nächsten Mal will ich alles drei zusammen sehen. Ein Spaß musst du nicht machen, aber wäre lustig gewesen. Was passiert da mit mir? Ach, egal. Der Einsendeschluss ist aber im neuen Jahr. Für mehr Zeit. Was überlegst du? 8. Januar 2021. Wie kommst du da jetzt drauf? Das ist im neuen Jahr. Und wir haben dann noch etwas Zeit bis zum Livestream. Du willst wieder einen Livestream haben? Und das bei maximal 3 Stunden Spielzeit? Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Oh ja, Leute. Also wirklich, stellt euch vor, ihr müsst da stundenlang quatschen und quatschen und quatschen. Und das kann schon anstrengend werden. Vor allem bei unbesiegbaren Bossen, Leute. Aber ja, zurück zum Projekt hier. Entschuldigung. Wollen wir doch lieber miteinander kämpfen? Nein, 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 nein. Chill, Bro. Chill. Chill, Bro. Der 8. Januar, das klingt cool, ja, doch, das klingt gut. Finde ich auch. Chaos macht Spaß. Aber maximal 3 Stunden. Maximal. Also mit meinen Kommentaren und der Interaktion mit dem Chat und Kämpfe. Und mehrere Wege. Menschen sind zwar dumm, aber nicht so dumm. Sie werden für ihre Projekte ma sicher maximal 2 Stunden anpeilen. Pi mal Daumen. Damit es im Livestream keine Überlänge hat. Ansonsten wird es von mir disqualifiziert und vernichtet. Das hatten wir schon mal. du wiederholst dich, Bro. Du hast echt ein Wutproblem, oder? Ja. Das ist ja schrecklich. So wurde ich halt von Mr. Drachenteufel programmiert. Unbesiegbar und böse! Okay. Und, hier gibt es wirklich keinen legendären Schatz? Also, ich frag für meinen Freund, nicht für mich. Was für ein Themenwechsel! Sieht das da etwa nach einem legendären Ort aus? Ja, also ich muss sagen, hier dieser Blumenkorb überzeugt mich. Doch, das sieht sehr legendär aus. Egal, lass uns die Bruchbude mal anschauen. Oh, bitte nicht. Wir brauchen schließlich ein Hauptquartier für unsere Show.
Hauptquartier? Für unsere Show? Na, DSCS. Was? Deutschland sucht... Keine Ahnung, Champion sucht? Ich hab keine Ahnung. Ach, ich weiß. Okay, das macht Sinn. Okay, ich hab's verstanden. Wofür soll das denn stehen? Du bist auch nicht der, die Hellslo. Ich hab's wirklich erst nicht verstanden. Okay, Leute, ich geb's offen zu. Das habt ihr ja auch gerade gemerkt. Aber ich hab's jetzt mittlerweile geschnallt. Natürlich für Don Speedys Community Stream. DSCS halt. Hey, was denn sonst? Egal. Lass uns umsehen. Aber, nun... Es scheint eher ein neues Abenteuer mit ihm zu werden. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich hab ja Zeit. Alles für die Community, Leute. Yay! Kommt mit! Ja, das sieht innen etwas besser aus als außen. Okay. Na, das ist ja mal eine Bruchbude. Naja, es geht. Es sah außen schlimmer aus. Sag ich doch. Und das soll unser Hauptquartier werden? Na klar. Hier wohnt doch sicher jemand. Und wenn schon, mach ich denjenigen halt kalt. Hörst du das? Ja klar. Klingt als... Hast du Schiss oder so? Nein, aber... Da, schon wieder! Das ist eine zerfallene Ruine. Gibt wahrscheinlich viel Ungeziefer hier. Vielleicht gibt es hier... Ja, Geister! So wie mich? Geräusch kommt aus dem Kamin dort. Vielleicht hat sich der Vorbesitzer bei der Bude gedacht, er bringt sich besser im Kamin um. Oh. Verübeln würde ich es ihm nicht. Ich fühle da etwas. Die Knochen des Vorbesitzers? Nein, es ist warm und feucht. Okay, dann steck deine Hand bitte nicht tiefer rein. Oh Gott, nein. Nein, niemand mag es. Niemand, das ist hässlich. Das mag niemand. Waschratte nagt sich krächzend in die Jury. Yay! Krächz. Es ist so wunderbar. Hässlich. Wir behalten es. Was? Na, wir brauchen doch noch ein Jurymitglied für die DSCS-Show. Und das ist perfekt. Perfekt? Das? Was? Ich weiß nicht mal, wo da oben und unten ist, geschweige hinten oder vorne. Was ist das überhaupt? Eine Waschratte soll es angeblich sein, aber... Wenn das eine Waschratte ist, dann bin ich Superman. Ich weiß ja nicht, Bro. Krächz. Hörst du? Es ist auch begeistert. Aber das... Wahrscheinlich versteht es uns nicht einmal. Egal. Wir behalten es. Keine Widerrede. Krächz. Fortsetzung folgt. Ey, wir haben es geschafft. Cool. Okay, beim nächsten Mal geht es weiter. Damit wisst ihr, wann das Projekt fertig sein soll. Und im Grunde, wie lange es sein soll. 3 Stunden hatten wir ja schon, das Thema. In der Videobeschreibung wird noch ein Link sein. Da steht dann in der Textform alles, was derzeit bekannt ist über den, über das Community-Projekt, über den Wettbewerb, wie auch immer. Und ja, noch ein paar zusätzliche Sachen, die jetzt bis jetzt noch nicht in den Videos zu hören bzw. zu sehen waren. Also klickt da ruhig mal drauf und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen
Und euer Donfi sagt Tschüsseli.